Hallöchen und willkommen oder willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit Folge 121 von den Stream Clips Germany Uncut. Und wir starten direkt rein. Let's go. Hi Clippy! Willkommen bei Stream Clips Germany! Viel Spaß mit der Folge, Mann! Okay. Ich hab meine Filme. Oh, weißt du, was ich bekommen habe? Was kann seit einer 2017 in Kraft getretenen Änderung in Paragraph 244 nicht nur als Vergehen, sondern als Verbrechen eingestuft werden? Geldfälschung vielleicht? Ich meine, der Rest ist ja ein Verbrechen, oder? Weiß ich gar nicht. Was? Oh was, mein Gott. Was? Warte. Ich meine, Hochverrat, ja, ist eigentlich Todesurteil. Was? Ich habe was über Throne geschenkt bekommen, warte. Ja. Warte. Ja. Oh, nein! Oh mein Gott! Warte mal! Sekunde! Oh Gott. Ja, angeschrien. Gewinner werden angeschrien. Von mir persönlich. Mhm. Was soll das denn? Das war mein Lieblingskey. Warum nimmst du meinen scheiß Lieblingskey? Du Nichtsnutz. Ja, und dann weißt du, du hast gewonnen. Wenn du einfach angeschrien wirst, dann weißt du, oh, ich bin ein Gewinner. Ja. Wer? Ich. Geht's gut. Einmal so bestiegen werden. Imagine. Leute, davon können wir nur träumen. What? Geht's gut. Wir haben gleich drei Pferde, nice. Schön. Ist das nicht ein Fohlen? Das sieht noch so klein aus. Moment, das ist noch ein kleines Pferd. Oh nein! Naja, gut, ist Okay. Oh, es muss den Lass uns mal Liebe machen, Chat. Are you ready? Nein! Nein! Ja, das ist halt. Da, schade. Schade, muss wohl alleine knacken. Oh, armer Ilian. Man kennt's. Sie ist jetzt gerade weggegangen, Chat. Was bin ich alleine gewesen? Hab ich alleine Liebe mit mir gemacht? Oh Gott, wo bin ich hier? Oh Gott. Oh Gott, was mache ich denn? Was tue ich denn? Oh Gott, spring! Okay. Wirklich. Jetzt falle ich hier langsam in meinen Tod, oder was? Mit den ganzen Snappern, oder wie? Ave Maria. Dieses Spiel. Ich scanne dich ab! Ich hänge an der Kasse fest! Aua! Aua! Es scheint ein gutes Spiel zu sein. Ah, shit! Okay, wollen wir den Laden öffnen? Die Leute gucken uns von draußen schon so komisch an. Los geht's? Oder so? Nein! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Lebe ich noch? Wow. Ich wollte doch kein Salto machen. Ich wollte doch einfach mich nur rumdrehen. Ich wollte Saltos nur hin machen und nicht so. Ach du Kacke, ich lebe noch. Ich hänge vielleicht fest. Ey, ich habe noch nicht mal so Kratzer. Guck mal. Pass auf, Vivi. Du bist Streamerin. Du nimmst jetzt dieses Shirt und verkaufst es an den Meistbietenden. Mhm. Das macht man so. Das wäre schlau. Mhm. Das musst du nicht wegschmeißen. Das ist Geld. Du bist bestimmt auch so jemand, du schmeißt bestimmt deine getragenen Socken mit Löchern weg. Nicht klug. Nicht klug. Wenn deine Socken ein Loch haben, eBay. Oder OnlyFans. Wenn deine Unterhosen durch sind. Alles. Das ist alles bar. Und ihr habt gedacht, dass Liza sich ihr Geld mit ihren Büchern verdient. Bares Geld. Bares Geld. Schmeiß es nicht weg. Dieses Shirt.
jetzt muss ich. Au! Niesen. Kadi, woher bekommst du Milch? Hä? Ich geh zu so einer Kuh, leg mich drunter. Na, warte. Oh, warte, mir ist gerade eingefallen, das machen wir jetzt nicht. Schade. Okay, es ist mir selber aufgefallen. Okay. Okay, dann viel Spaß. Nein, nein, mach mit meinem Pferd. Ach du an. Mach mit meinem Pferd. Das ist nicht. Viel Glück. Red Dead Redemption 2 können wir auch mal spielen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mir das gekauft. Letztens. Muss ich nur installieren auf der Xbox. War im Angebot für ein paar Euro. Du musst ein bisschen zack, zack, zack. Ein Profi. Das ist jetzt nicht. Geht's dir gut? Aua. Au. Das ist jetzt. Oh. Was? Oh Gott. Alles okay? Aua. Warum reitest du strack auf das Pferd zu, Elzi? Das hab ich ja noch nie erlebt. Ich hatte gedacht, das haut gleich ab. Aua. So, warte, ich guck mal. Da hat's mich aber geschüttelt, du. Aikun-chanai-no! Nani? Nani-ka-no-yo-chau-na-no? Shine! Machigai-nai-chanai! Zettai-shin-chau-n-da! Kraftig! Was ist das denn für ein Spiel? Kraftig! Junge. Auch seine Körper-Moves immer. Junge, die sich abwechseln. Junge, kraftig! Oh nee, der hat doch jetzt nicht wirklich mit dem Bums hier geschickt, ey. Ich krieg die Krise. Rat mal, was ich gerade bekommen habe. Bums. Reparaturanleitung für alles. Bewegt es sich? Nein, ja. Ich muss mir das, glaube ich, tätowieren, ne? Reparaturanleitung für alles. Bewegt es sich? Ja. Sollte es? Ja. Kein Problem. Bewegt es sich? Nein. Sollte es? Nein. Kein Problem. Bewegt es sich? Ja. Sollte es? Nein. Panzertape. Bewegt es sich? Nein. Sollte es? Ja. WD-40. Ja, das ist eine sehr akkurate Anleitung. Ja. Das Tape könnte man alternativ auch ersetzen durch Kabelbinder. Hast du dich? Ich war bis eben Baldur's Gate spielen. Und wie war? Kommt mal alle her. Alle hierher. Alle zu Papa. So, ja. Bitte lächeln. Ja, hat funktioniert. Danke. Feuer im Loch. Nennt man auch Tripper. Wer legt sich denn mit Wächtern an? Ja, du bist jetzt unten links bei mir, weil du guckst dann auch ins Bild gerade, jetzt gerade. Ja, wunderbar. Ich glaube, ich werde dich aber noch ein bisschen beschneiden, einfach nur, weil es mir Spaß macht. Oh Gott. So. Oh nein. Oh ja, oh. Warte, meine Lieblingshaut. Kannst du dich bitte mal umdrehen und hüpfen, meine kleine Schnecke? Das ist maximal unangenehm. Oh. Wisst ihr, warum der so reagiert? Weil das sein Kommentar war so. Oh, wer kann sowas nur schreiben? Boah. Ja, ne? Die am lautesten bellen, die waren es dann auch, ne? Oh, das ist definitiv nicht mein zweiter Account. Boah, ist das maximal unangenehm. Sag, so gar nichts getrunken. Also kann mir vielleicht mal jemand
Okay, das ist irgendwie ultra sick, was hier gerade. Kimi hat aber auch einen langen Arm. Ich hatte nicht gedacht, dass ich so einen Impact auf diesen gesamten Streamer. Bei uns sieht das halt noch viel krasser aus, weil ich greife halt durch das dich durch. Ist das geil. Okay. Kann ich. Wild. Das sah so funny. Mäuschen? Ich fühle mich ein bisschen eingeengt. Ist kein Problem. Ich zeig dir einen echten Hasen. Was macht ihr da? Oh, Entschuldigung. Ups. Gar nichts ist passiert. Ich hab gar nichts gemacht. Kleine Scheiße. Hier ist das Licht kaputt? Immer. Brockenleid. Weiß ich doch. Und ich lade meinen Ballermann und Ballerdan auf alle Mann in deiner Ballermann, verkehren deine Mama auf der Kamera, der Kanada, der Mann mit der Gunnermann's Back, es ist Kollege der Boss. Ich hab nichts verstanden, die können doch einfach bloß irgendwelche Silben aneinander geklatscht haben. Wachs auf meinem Finger, diesen heißen Wachs abkühlen lassen und dann habe ich den so gesnackt, weil was willst du sonst mit dem machen? Tust du wieder zu. Gesnackt! Ist Asche darüber schockiert? Asche? Ernsthaft Asche? Echt? Ja, theoretisch kannst du es wieder zurücktun, aber. Das ist die Art von Mensch, die das Baby Bell einfach ungeschält isst. Luni isst Baby Bells einfach ungeschält. Die isst das einfach mit der roten Kruste. Die isst doch Bananen mit der Schale. Kannst du uns mal befriedigen, bitte, damit? Das ist so. Keine Ahnung, der hat angefangen und sich fertig gemacht. Ja, ich mach zwischendurch Pause, damit es länger dauert. Der Weg ist das Ziel. Wenn es vorbei ist, wäre es ja vorbei, das wäre schade. Deswegen ab und zu mal zwischendurch, kurz Pause, Puddingpause, ja. Dann geht's wieder weiter mit frischer Energie. Ja. Okay, ich muss sagen, ich habe vergessen, dass das Gronkh ein bisschen älter ist. Er braucht seine Zwischenpausen. Mhm. I see. Sehe ich ein, Gronkh, sehe ich ein. Sei dir verziehen. Es ist immer noch nicht. Nein! Warum wurde es jetzt mittendrin geklippt? Das ist schon wieder unwichtig. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass da halt noch eine Pause kommt und dann später der Clip weitergeht und er den Rest singt. Schade. Befriedigend! Wir wurden mittendrin schon wieder in diesem Ton hängen gelassen! Wie er das berechnet. Boah, das ist aber richtig mies. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das auch mal angespielt. Ich bin überhaupt nicht sehr weit gekommen. Also, so gar nicht. Okay, das habe ich nicht erwartet. Nee. Fuck you, Game! Was war, was? Und dann im Hintergrund hörst du sie alle so stöhnen. Und alle liegen aufeinander, nebeneinander, übereinander, untereinander und alle. Man weiß gar nicht, wo steckt der eigentlich drinne. Keiner weiß es, weil so viele Leute aufeinander liegen und übereinander liegen, dass du eigentlich gar nicht weißt, mit wem bumse ich hier eigentlich. Weil ich habe 10 Ärsche im Gesicht, 5 Schwänze. Ich weiß aber gar nicht, welcher von all diesen Menschen in mir drin ist. Also, sie berichtet gerade von ihrem letzten Wochenende. Interessant, mal so diesen tiefen Einblick in Jess und ihr Leben. Schön. So stelle ich mir das vor. So, also, jetzt nochmal zurück. Danke, Trinken für 500. Ah! Danke, Trinken für 500 Bits. Ich habe gerade ein leichtes Plastikgeschoss an den Kopf bekommen. Gamer für 100. Falls jemand für seine Unterstützung auch noch was für sich nach Hause geschickt bekommen will, kann eben diesen Code benutzen bei Figur, nämlich AscheXFigur. AscheXFigur. Ich habe keine Selbstkontrolle. Man merkt's. Ich habe keine Selbstkontrolle. Das war einfach nur, ihr versteht das nicht. Das ist wie das X bei Kiss XS, okay? Das heißt einfach nur, dass Mama und Papa sich ganz doll lieb haben. Mhm. Figur Mama und Papa Asche haben sich ganz, ganz doll lieb, okay? Sie ist so schön. Oh
Gott. Oh mein Gott. Guckt sie euch an. Oh mein Gott. Alter, ich kann ihren Bauchnabel erfüllen. Ich kann einfach ihr... Ich brauche keinen Fidget Spinner. Guckt euch mal die Maps an. Man würde hier so rausquellen. Seht ihr das? Würde hier schon fast rausfallen. Kann man diese Figur da kaufen bei Figuja? Nix kann die Süßen halten. Schreibt das mal bitte auf. Figuja. Da muss ich mal vorbeischauen. Halten! Außer ich! Ich kann sie halten, meine Queen! Ich weiß nicht wieso, aber heiße Anime-Figuren erhöhen mein Cringe-Level auf über 9000, okay? Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Hallo? Hörst du mal auf? Los, meine Lieben, an die Arbeit! Double Kill! Oh. Jetzt habe ich Zeit, den Chat zu lesen. Also, wo waren wir stehen? Ich bin lang nicht mehr so schön gestorben. Ich hätte die Pizza genommen, aber meine Güte. Josa, hast du dir die Haare gefärbt? Hä, wieso? Guck mal unter Einsatzinformationen verdächtig. Warte. Hä? Einsatzinformationen? Ja, ja. Verdächtige. Oh, fick dich, du Hund. Guck mal unter Medien. Gewicht 220, sag mal, willst du aufs Maul, Roxanne? Dann würde ich das schaffen. Nein, 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 greedy, Mann, oh mein Gott! Oh, weg ist er. Was? Wie viele Ärsche kriege ich in meinen Mund? Ja! Ich bin das vierfache Arschgesicht. Ihr Content ist auch sehr wild. Was? Was im Angebot ist? Im Angebot? Im Angebot habe ich das hier. Da. Doppelangebot. Das ist mein Angebot. Runtergesetzt. Kostenlos. Okay, was ist das? Das ist nicht kostenlos. 20 Euro bitte. Davon habe ich schon zwei. Oh man. Schade, dass ich hier nicht beten kann. Beten? Im Garten arbeiten. Egal. Mhm. Ich hab einen Hammer gefunden. Heftig. Ja, echt. Geil. Muckelchen, wir haben doch Kätzchen ASMR. Ich muss die Fresse halten. Das ist wie dieses Phänomen des Anpimmelns. Kennt ihr das? Kennt ihr das Phänomen des Anpimmelns? Wenn du irgendwo bei Freunden oder so in der Was? Kennt ihr das Phänomen des Anpimmelns? Du bist als Mann, dann wartest du einfach einen unbewachten Moment ab, holst deinen Dödel raus, klatscht ihn irgendwie gegen das Sofa oder so und wenn das Sofa dann angepimmelt ist, dann ist es deins. Nein. Das habe ich mir nicht ausgedacht.
Es wurde mir mal im Scherz erzählt. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Macht es einfach nicht. Ich wollte es nur mal mit euch teilen. Okay. So. Haare, die so unfassbar nah sind an diesem Schraubendreher. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte lass es nicht die Haare sein. Oh mein Gott. Nee, ist was anderes. Nein, nicht die Haare. Tut doch jemand was. Nee, bitte nicht. Haben Sie sich Schmerzen? Okay, es waren nicht die Haare. Das muss übel wehgetan haben. Ich weiß auch nicht, was besser ist, die Haare oder das. Aber, Chat, wir haben die Nase gerettet, die Haare gerettet. Ja. Das ist voll die gute Frage. Warum können Nasen laufen und Füße riechen? Naja, Füße. Können Nasen. Nee. Versteht sie nicht. Also, wenn deine Nase riecht, dann machst du irgendwas falsch. Hä? Nee, warte, was? Warte. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal öffentlich gesagt habe, aber ich glaube, jetzt kann ich es langsam sagen. Wäre... Sie heißt Manfred, ist 34 Jahre alt, Bauarbeiter und... ja. Und gerade especially während der letzten Wochen arbeite ich extrem intensiv an meinem ersten Original Pups. Pups. Da kam er endlich. Ich kann nicht mehr. Nein, jetzt geht's. Tschüss. Wer du Steine aussehen, die aus. Ich wollte jetzt aber wissen, woran sie arbeitet. Mann. Aus wie Steine? 15 Minuten ist der Countdown. Ja, ich weiß doch, wie sieht denn ein Stein aus? Also ja, das ist scheiße, ich habe auch keine Jacke und nichts dabei. Ja, bestes Wetter auf der Gamescom gewesen, das ist ja super. Aber hey, immer positiv denken. Stellt euch vor, ich hätte jetzt was Weißes an, das, wenn es nass wird, durchsichtig wird. Uli. Beim Rennen wird man übrigens noch nasser, als wenn man langsam durchlaufen würde. Soll ich mal jemanden summon? This could be kind of fun. Standing guard. Down. Chat, ich begebe ja Kriegsverbrechen online. Ja, meep. Hallo? Du wolltest einsteigen? Frech. Einfach nur frech. So kacke. Hupen. Boop. Oh mein Gott, nicht mal der Panzer hilft dir! Oh mein Gott, wenn wir jetzt irgendwo dagegen krachen, sind wir tot, ne? Das wird er auch gleich demonstrieren, nehme ich an. Alter, sind wir schnell. Holy shit. Oh, guck mal, der Tacho überholt sich selber. Holy shit, der Tacho überholt sich. Wir sind wieder bei 10 km/h. Oh mein Gott. Wir können jetzt, weiß ich nicht, das sind dann 200 oder so. Oh mein Gott. Wir fliegen. Oh mein Gott, ist das krank. Wäre eigentlich auch mal ein interessantes Spiel. Ist das krank? Ja, nichts passiert, wa? Will ich. Hallo, da
Arme. Können jetzt die Pokémon auch wirklich mit den Händen belästigen? Oh ja, ich kann ihnen richtig an die Wäsche gehen. Nun gut. Mal zwischendurch, kurz Pause, Puddingpause, ja. Und dann geht's wieder weiter. Er kennt das. Nicht mehr. Puddingpause. Mit frischer Energie. Bronx Puddingpause, ey. Ich glaube auch, ey. Ey, das wäre aber so ein Name für so einen kleinen Imbiss oder so. Bronx Puddingpause. Da würde ich essen gehen. Da würde ich actually irgendwie so einen kleinen Kaffee mir gönnen, einen Pudding dazu. Da sehe ich mich. Bronx Puddingpause. Gronkh, ich habe da eine Marktlücke für dich gefunden. That's how it's done. Da trifft man doch immer. Da trifft man doch garantiert immer. Habt ihr das gesehen? Von da oben? Ja, beim letzten Mal, das war beeindruckender. Von da, sonst wo. Aber bitte hier, aber bitte hier. Jetzt wäre ich übermütig, warte. Okay, ich mach das nur für euch als Dankeschön für euren Support gestern. Wie stellen sich denn die Leute hin zum Kauf? Du kannst dich auf den Rücken, auf den Bauch legen oder nur so hinknien, oder auf dein Knie. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Die Schätze drin auf dich drauf. Ah! Ah! Fester! Ah! Ah! Okay, ja, okay. Ah! Okay. Vielleicht noch einer auf dem Bauch, so ein extra Tritt, oder? Okay. Das waren die 5 Euro wert. Ich fühle mich. Das ist auch ein Check-out. Oh! Cool. Hier, die Ripper haben sie doch klar geschaut, Schatz. Ja, ich weiß aber. Nein, Schalldämpfer. Ich kenne sie irgendwo nicht da. Wir sollten gehen. Ein Doppelkopfschuss mit einer Kugel. Ja, Leute, das war die Stream Clips Germany Uncut Folge 121. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.